Bin ich jetzt komplett umsonst gefahren? Bin ich jetzt wirklich komplett umsonst hergefahren? Nein, wir sind richtig. Es sah nur groß. Echt, so groß war die Insel? Krass. Pui, hast du es auch schon gemerkt? Seit wir Fuß auf Ishtusk gesetzt haben, das von Ungeheuern angegriffen wurde, scheint die Zeit stillzustehen und die Nacht nicht enden zu wollen. Ist das vielleicht der Fluch, von dem Walu sprach? Ein Vorteil hat das Ganze. Zumindest im Moment. Wenn der Morgen nicht dämmert, müssen wir auch keine Angst haben. Die Piraten könnten uns zuvorkommen. Du bist seit langem wieder auf deiner Heimatinsel. Vielleicht solltest du diese Gelegenheit auch dazu nutzen, wieder einmal deine Liebsten zu sehen. Zeit für Yabu bleibt danach immer noch genug. Okay. Oma! Oma! Oh nein, wir gehen erstmal zu unserem Freund, dem guten alten Schwertkämpfer, mit dem wir schon so viel Spaß hatten. Hallo Schwertkämpfer-Typ! Ah. Er trainiert immer noch. Oh, Pui. Dir geht das also gut. Warum hast du mir diese Sache mit Achi verschwiegen? Es war sehr töricht von dir, einfach loszuziehen. Kaum warst du weg, schon hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt. Aber eines zumindest freut mich, nämlich zu sehen, dass du auf deinen Reisen stärker geworden sein scheinst. Es muss sich wohl einiges zugetragen haben. Du wirkst so anders, so gereift. Gut, lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde ergreifen. Ich brenne darauf zu sehen, wie stark du es bisschen geworden bist. Dann sei gewappnet, mein Freund. Ich mach dich fertig, Opa, ich mach dich fertig. Du hast keine Chance. Hoi. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber verglichen mit mir bist du immer noch ein absoluter Anfänger, Junge. Na schön, versuche mich 100 Mal zu treffen, bevor ich dich dreimal treffe. Oh. Aua, okay, das war sehr gut. Okay. Hoppa, komm schon. Zack. Mit dem hast du nicht gerechnet, war alter Mann. Ah. Ich hab doch ausgewichen eigentlich. Zack. Auf die Glatze. Puh. Mit manchen rechnet er nicht. Dafür ist er zu alt. Zack. Na komm schon. Nein. Ich hab doch gedrückt. Das genügt. Das will ich also machen. 50 Treffer. Gib mich auf, denn der Mensch wächst in deinen Niederlagen. Komm so oft du willst auf eine Übungsstunde vorbei. Ich stehe dir gerne als Partner zur Verfügung. Das will ich nochmal machen. Ohne Scheiß. Das ist machbar. Und vielleicht gibt es dafür irgendwas Schönes. Allerdings. Opa, komm schon. Lass uns verneigen. Und dann nicht wieder so dumm sein wie eben gerade. Na komm schon. Zack, der war schön. Super Link. Schön ausgekontert. Hatte Opa keine Chance. Der schlägt mir ab und zu mal zu. Ho! Ausgekontert. Bam! Bam! Auf den Kopf. Auf die alte Platte. Hui! Na komm, Opa. Komm. Zeig mir, was du kannst. Du bist doch so gut, denke ich. Hä? Oh, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt wie sonst was. Aber Link hat nicht reagiert. Zu langsam. Ab und zu sieht man ihn sein Alter dann doch mal an. Zack. Sehr schön. Man muss echt aufpassen. Weil der Opa doch einiges drauf hat.
Oh, ui. Bam, 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 bam. Wehe, du hast nichts Schönes dafür, Opa. Wehe, du hast nichts Schönes dafür. So viele fehlen nicht mehr. Ho! Und der Konterschlag. Ah, verdammt. Jetzt aufpassen. Nicht nachdenklich werden. Link! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel haben gefehlt? 3, 2, 99 Treffer. Och man, das kann nicht sein. Oh. Wir machen das nochmal. Es hat ein fucking Treffer gefehlt. Oh, wie bitter war das denn jetzt? Es tut mir leid, aber das gehört dazu. Das gehört dazu, vielleicht gibt es ja irgendwas Schönes. Uhuhu. Komm schon, Opa. Hä? Zeig mir, was du kannst. Auf den Kopf. Müssen wir ein bisschen offensiver hier rangehen. Ah, nein, nicht so offensiv. Das war zu offensiv. Ich habe vergessen, auf die Deckung zu achten. Sehr schön. Ich konzentriere mich gerade mal ein bisschen, weil ich nicht wieder bei 99... failen möchte. Ich würde das gerne jetzt schon schaffen. Das wäre ganz cool. Ui. Okay. Alles cool. Alles cool. Wir sind bei 64. Och, Link. Was war das denn? Ich gehe jetzt mal ein bisschen defensiver an diese Sache ran. Dafür kann ich nichts. Das war Link. Man darf nicht an der Wand stehen, sonst klappt das nicht mit dem Drehen. Ah. Ärgerlich, Freunde, ärgerlich. Komm. Ja, komm. Nochmal. Ich will das schaffen. Hallo, wir waren bei 99. Da ist das doch wohl machbar. Ja, ja, Opa, komm her. Zeig mir, was du drauf hast. Okay, wir haben Opa getroffen und nicht Opa uns, das ist gut. Ich war gerade zwischenzeitlich ein wenig verwirrt. Oh. Da war ich auf B die ganze Zeit, das kam ich nicht mehr runter. Komm schon, Opa. Zeig mir, was du nicht kannst. Sia! Wie er mir so rumschreit. Wie so ein kleines Mädchen. Wir sind gerade mal bei 40. Sika! Oh Mann! Ist doch zu kotzen. Es ist echt nicht so einfach. Und irgendwas. Es gibt immer irgendwelche Momente, in denen was nicht klappt. Wir haben nur noch einen Versuch. Boah. Ich würde eigentlich nach hinten, Link. Aber okay. Komm schon. Nein, Opa. Ich hab gedrückt, Mann. 85 Treffer. Komm schon. Wir gehen jetzt erstmal mit Oma sprechen und dann kommen wir wieder und dann versuchen wir es nochmal. Mann, ich will das Ding haben. Gib mir das Ding. Kann ich einfach so sagen, ich nehme meinen Greifhaken? Nein.
Wie? Ritterwaffen, sagst du? Möchtest du etwas darüber erfahren? Dir darüber zu erzählen, ist es noch zu früh. Aber solltest du 10 Ritterwaffen gesammelt haben, so bring sie zu mir. Dann erzähle ich dir, was es mit ihnen auf sich hat. Nun ja, 10 Stück in seinem Besitz zu bekommen, ist jedoch wahrlich kein Kinderspiel. Wie viel haben wir? Zwei. Okay. Zwei. Also dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert's noch. Gut. Achso, wir können mal zu dem Opa hier oben gehen. Hallo. Opa Großbirne. Opa Großbirne, bist du da? Was macht die Frau hier? Oh, puh, du bist zurück. Meine Enkeltochter hat mir berichtet, dass es deinen Großmutter gar nicht gut geht. Man sagt, in solchen Fällen sollen Feenstaub wahre Wunder wirken. Aber Feen sieht man heutzutage kaum mehr. Früher gab es ganz viele an der Quelle oben im Feenwald. Und ich habe oft welche in eine leere Flasche gefangen und mit ihnen gespielt. Aber seit die Quelle von einem Felsen versperrt wird, habe ich da keine mehr gesehen. Aha. Bist du es wirklich, Poi? Du bist wohl auf. Welch Freude. Seit du weg bist, geht es deiner Großmutter gar nicht gut. Sie ist seitdem bettlägerig und nimmt auch nicht besonders viel Nahrung zu sich. Ich wollte Vater Orke gerade fragen, ob er nicht vielleicht eine gute Medizin kennt. Die kennt er tatsächlich und wir haben tatsächlich besagte Medizin dabei. Beziehungsweise können uns halt, wie gesagt, oben dann im Wald eine Fee holen oder auch zwei. Jetzt haben wir noch das Haus da hinten. Hallo. Uah. Was zur Hölle? Was macht ihr denn hier? Ihr blöden Dinger. Das kann mich überraschen, dass die hier sind. Warum sind die hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Die Welt, so wie wir sie kannten, läuft aus dem Ruder. Dramatische Melodien werden eingeblendet und eingespielt. Was? Hallo? Jemand da? Hallo? Hallo? Pui? Pui, bist du es? Du hast mich eben erschreckt. Ich dachte, es ist vielleicht eines dieser Monster. Weißt du, in letzter Zeit passieren die schrecklichsten Dinge in der Nacht. Da kriegt man Angst vor Angst kein Auge mehr zu. Dabei brauche ich doch meinen Schlaf für die Arbeit an meinem Rasen. Ich habe da neulich etwas gesehen, bevor die Brücke kaputt ging. Meine ich, oben bei der Quelle im Feenwald war diese große Frau... Die hat geleuchtet und sah aus wie eine Fee und sie ist glatt in diesem Fels verschwunden. Einfach so. Glaub mir, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen. Wir gehen zur Feenquelle jetzt noch. Wir gehen jetzt noch schnell zur Feenquelle. Würde ich sagen. Wenn es Oma eh nicht so gut geht, dann ist, glaube ich, das die beste Wahl. Das ist mir egal, ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt, ich muss hier durch. Oh, was wollt ihr denn hier? Ihr blöden Kackdinger. Euch kann ich ja noch leiden aus der verwunschten Bastion. Blöde Kackdinger. Mäp, mäp. Verschwende. Noch einer. Wie viel gibt's denn hier? Aua. So. Jetzt ist gut. Der ist überall, der Typ. Hallo. Boah, Splits. Ja, aber schade. Wenn ich doch nur zu dieser Klippe dort fliegen könnte, dann würde mir die oben diese Steinfratze schlummernden Na sowas, da hätte ich mich doch beinahe verplappert. Nichts, mein Junge, vergiss es einfach. Was? Da ist ja wirklich ein Gesicht. Wie kommt man da hin? Sind das jetzt die Felsen hier oben, die... Wahrscheinlich nicht, oder? Man kann es ja mal ausprobieren. Y? Link, runter. Y. Und ablegen. Und boom. Hat's gemacht. Nein, das sind nicht die Felsen. Oh. Oh.
Wie komme ich denn jetzt darüber? Huh. Okay. Wie gesagt, das hier sind nicht die Felsen, oder? Huch. Nein. Mann. Link. Einfach ablegen. Dankeschön. Boom. Nein, das sind nicht die Felsen. Hä? Dann wollen wir mal fliegen. Einfach um es... Moment, ich muss, glaube ich, den Wind dann auch... Nein, so, so, so. Jetzt macht alles einen Sinn. Swing. Okay, und jetzt mit Anlauf. Swing, swing. Komm schon. Wow, da unten ist ein fettes Schwein. Oh, oh, das schaffe ich. Geschafft. Swing, swing. Hallo. Auf ihm? Was zur Hölle? Dieser Felsen kannst du mit deiner gegenwärtigen Kraft weder hochheben noch zerstören. Die Kraft, die dir dies aber ermöglicht, verbirgt sich zweifelsohne irgendwo auf der See. Du musst sie nur noch finden. Okay. Wir können irgendwann große Felsköpfe hochheben. Wer möchte das nicht? Hey. Kriegen wir den auch endlich mal. Aber ich will mir jetzt noch das fette Schwein da oben angucken. Wenn wir schon nicht zur Feenquelle... Holy moly, hast du die anderen Schweine gegessen oder was ist hier passiert? Hallo Schwein. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Können wir jetzt hier in das Haus nochmal reingehen? Ich weiß, ich wollte schon längst beenden, aber ich kann nicht. Hallo. Ja. Pui, schön, dass du zurück bist. Seit du von hier weg bist, ist viel passiert. Unsere Insel ist nachts ein unsicherer Ort geworden. Geh lieber schnell nach Hause. Komm noch morgen wieder vorbei, wenn es hell ist. Es wird nicht hell, mein Lieber. Hallo, dicke Frau. Pui, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Das wird aber eine Riesenüberraschung für meine Jungs, wenn sie hören, dass du wieder da bist. Na, die schlafen. Wie süß. Das ist jetzt wirklich süß. Die schlafen. Die kleinen Jungs. Ah, da geht mein Herz auf. Gut, dann würde ich sagen, Leute, bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben die Story ein bisschen vorangetrieben, aber auch nicht so viel, muss man sagen. Wir sind viel unterwegs gewesen. Aber gut, das gehört dazu. Und beim nächsten Mal dann werden wir unsere neu bekommenen Bomben einsetzen, um Valu zu treffen. Beziehungsweise werden erstmal schauen, wie es unserer Oma geht, denn um die scheint es nicht gut zu stehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme von The Legend of Zelda The Wind Waker. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Dadurch zeigt ihr mir, dass es euch gefällt und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, denn ja, ihr verpasst nichts mehr von den Let's Plays auf dem Kanal und unterstützt mich dazu. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.